Dies ist einer der vielen Bäume, die bei der Verkehrssicherungsmaßnahme gefällt worden sind. Und dieser Baum stellte also angeblich, wenn ich das städtische Bauamt und die Bürgermeisterin richtig verstanden habe, dann stellte dieser Baum, neben vielen anderen, die gefällt worden sind, eine Gefahr für den Verkehr da unten auf der Straße der B482 dar. Nur wie soll dieser Baum, das habe ich nie verstanden, das habe ich auch immer wieder gefragt, ich habe keine Antworten gefunden, wie soll dieser Baum auf die Straße fallen? Hält er ja nicht. Wir stehen hier 80 Meter von der Straße entfernt. 80 Meter. Denn Bäume können doch nicht fliegen. Und wie soll der denn rutschen? Und wenn er gefährdet gewesen wäre zu rutschen, dann hätte er doch auch nach der Fällung rutschen müssen. Aber dieser Baum liegt hier seit einem halben Jahr und er ist nicht runtergerutscht. Also dass hier diese Bäume auf die Straße fallen können, das stimmt doch alles nicht.